Willkommen zurück. Willkommen bei Jurassic World Evolution. Nochmal kurz auf Inseltieren 1, bevor wir wieder zur zweiten rüber wechseln. Hier wollte ich auch zum einen... Na du? Ihr seht's, Nachwuchs ist da. Und sie verstehen sich sofort. Auch wenn er ein bisschen anders aussieht. So, der Dicky hier, der muss noch weg. Also auf Inseltieren 2 werden wir dann gleich wieder hinschauen. Jetzt werden wir erstmal hier noch gucken, wie es eigentlich ausschaut mit unseren Missionen hier. 3 von 3 haben wir abgeschlossen. Wenn ich... Was schalten wir denn dann frei? Das sieht man leider nicht. Doch hier, da. Nächste Freischaltung. Krichtonsaurus, das Forschungsziel. Also sobald ich in der Gunst der Wissenschaft hier drauf gestiegen bin, kriege ich den Krichtonsaurus. Hier kriege ich als nächstes das Restaurant. Und hier haben wir alles. Hier kriegen wir Restaurant, Innovationszentrum und Sinoceratops. Das heißt also, ich würde sagen, jetzt erstmal auf die Wissenschaft, dass wir den kriegen. Ja, da sind wir so kurz davor. Es wäre irgendwie schade, wenn das nicht funktionieren würde. Und dann, heißt jetzt nochmal eine Wissenschaftsmission. Wäre nicht ganz verkehrt. Moment, das war aber auch da. Ach man, manchmal ist Menüführung ein bisschen blöd. Finanzen, Ruf, Aufträge. Neuer Auftrag. Anfordern. Wissenschaft. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. Ja, das können wir. So könnten wir sie uns verdienen. 3 Minuten lang darf keiner vom Fleischfresser getötet werden. Das kriegen wir gerade so hin, glaube ich. Apropos, da könnten wir hier noch schauen, da mal so ein kleines Gehege hinzumachen. Dann könnten wir hier mit dem Weg nochmal schauen. Moment, das ist ein kleiner Weg. Den ziehen wir mal ein bisschen weiter. So. Warte mal, ich überlege gerade, wie wir das machen. Sekunde. So. So. Und dann hätte ich da gerne ein Observatorium, also diese Schaufenster. Ist bei Gehege. Dahin. Schauen wir mal. Ich glaube, Ja, toll. Sehr, sehr, sehr schön gedreht. Sehr schön. Ja, nee, das ist nicht. Das ist nicht gut. Nee, warte mal. Nee, das ist nicht gut. Das passt da nicht hin. Und dann hätten wir auch die Säulen da von dem Ding vor der Nase. Das ist auch nicht so passend. Dann lass uns doch mal schauen, ob wir nicht vielleicht am ehesten noch mit einem Türmchen arbeiten können. Nochmal Gehege. Türmchen. Das könnten wir im Grunde genommen hier dran flanschen. So, irgendwie. Lass mal gucken. Kriegen wir es noch hin? Wo ist denn unsere Grenze genau? Die läuft da. Also der Baumbestand ist unsere Grenze quasi. Das heißt... So, dann kann man sogar noch ein bisschen in das andere Gehege da hinten schauen. Das ist doch gar nicht verkehrt. Dann bauen wir hier den Turm hin. Der sollte auch noch Strom haben. Machen wir hier die Weganbindung. So. Und dann können wir hier hinten unser Gehege für die kleinen Dilos und dergleichen machen. Ich weiß nicht, ob es später auch noch andere kleine Fleischfresser gibt. Gewinn pro Minute 367.000. Naja, läuft doch. Futterstation muss jetzt mal warten. Sie können ganz offensichtlich für die Sicherheit unserer Gäste sorgen. Ja, doch. Das hat unser Ansehen gesteigert. Unten.
Mann, es sind nur die los. Es sind nur die los, in Anführungszeichen. Lass mal kurz schauen. Ich würde vielleicht sogar nochmal Platz lassen, dann könnten wir hier hinten. Weiß noch nicht, wie wir da einen Weg hinkriegen. Vielleicht hier noch rum. Hier hinten eventuell noch ein anderes Gehege hinmachen. Lass mal vielleicht nicht ganz so riesig machen. Moment. Es sind ja nur die los. Gib dir gleich mal nur die los. Die kleinen lieben Spookies. Die Nervochsen. In Ark. Wer hat nicht über sie geflucht? Die können jetzt wirklich kein großes Gehege von mir erwarten. So. Aber das... Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Erhöhen Sie die Inselbewertung auf 5 Sterne. Kann man machen. Problem ist, jetzt haben wir die 2 mal im Grunde genommen. Wie weit sind wir jetzt in der Wissenschaft vorangestiegen, sozusagen? Ah, das hat nicht viel gebracht. Sabotagerisiko niedrig bei allen. Kann man Aufträge auch abbrechen? Warte mal, für die Sicherheit fotografieren Sie einen Dinosaurier, der in der Futterstation frisst. Das machen wir mal gleich noch. Hier gibt es keinen Strom. Die Frage ist es nicht genug Strom? Oder, doch hier, das Witzelchen ist drin. Benötigter Strom 13, da müssen wir also eventuell nochmal einbauen. So, jetzt machen wir aber erstmal das Gehege hier fertig. Also dann, der Turm, der schaut ja hier so rüber. Das heißt, wir bauen hier mal hin. Und die andere Futterstation. Ziggy. Können wir hier mal so hinbauen, obwohl das immer... Ja, ist jetzt der Schatten, aber doch nicht immer. So, und jetzt müssen wir mal gucken, bei den Dilos. Ich würde gerne nochmal eine Forschung losschicken. Fossilienzentrum erstmal schauen, da ist nichts mehr. Dann Forschungsmission. Und dann einmal rüber. Könnte Dilo ja auch noch mit rumkommen, aber die anderen eben auch. Das wäre nicht ganz verkehrt. So, lass uns mal kurz schauen. Wir haben 2 mal Futter nachzufüllen. Kümmern wir uns drum. Hier. Nicht so schlimm. Ranger. Oh. Was vergessen. Nachschubanfrage bestätigt. Dankeschön. Den haben wir noch letztes Mal betäubt. Hier kommt er wieder hin. Da liegt er die ganze Zeit rum und schnarcht sich einen ab, der Arme. So, was ich jetzt schauen wollte, ist die Dilophosaurier. Da müssen wir uns mal wieder in die Datenbank begeben. Dinosaurier. Dilopho. Früher Jura. 1,7 Meter Höhe, 3 Meter Länge. Doch so groß? Interessant. Der Dilophosaurus war einer der größten Theropoden des Juras. Was? Naja, gut. Sein Name bedeutet Zweikammechse und leitet sich von den 2 Kämmen auf seinem Schädel ab. Er war eines der ersten Raubtiere und konnte nicht nach vorne schauen, weshalb er sich beim Jagen wahrscheinlich auf seinen Geruchssinn verließ. Die ersten Dilophosaurus-Exemplare wurden 1942 in der Kayenta-Formation in Arizona, USA entdeckt. Bisher wurde nur eine Spezies gefunden. Die Kayenta-Formation war einst ein verschlammtes Flussbecken, durch das sich langsam Wasser bewegte. Es beherbergte die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen. Im Jura war es noch nicht so weit her mit Theropoden. Die haben sich in der Tat erst in der Kreidezeit entwickelt, aber dass einer der größten? Müsst jetzt gucken, welche Theropoden noch im Jura zu Hause waren. Interessant. Habe ich jetzt selbst was dazugelernt eventuell. Gut. Achso, ja, Moment. Findet man denn hier irgendwie Informationen? Nee, finden wir erst in der Genom-Datenbank, oder wie? Warte mal. Sehe ich jetzt gerade nicht. Fossilienforschung? In Gen? Dinosaurier, Gene, Orte, Archiv? Finde ich das erst hier? Lass mal kurz gucken. Dinosaurier ausbrüten. Dilophosaurus.
muss doch irgendwo eine Information finden, wie ich sein Gehege bauen muss, wie viel Wald er braucht. Da. Auch nicht. Na gut, nicht, ne? So, Genom modifizieren. Irgendwo habe ich was übersehen, schätze ich mal. Ein toter Dino und Dings. Naja, gut. Okay. Das haben wir hier. Was machen wir da rein? Lebensfähigkeit. Oh, Bewertung 73, 73, 69 ist Standard. Gehen wir da drauf. Lebenserwartung geht dadurch auch hoch. 79, 79, 78, 77. Was ist hier? 79 würde hochsetzen. Verteidigung. Und Angriff. Was so eine gute Idee ist, machen wir. So, und hier. 84, 82, 83, 84. Da geht Verteidigung und Angriff hoch. Okay. Geht die Lebenserwartung rapide hoch. Würde ich mal das nehmen, auch wenn es nicht die beste Bewertung ist. Aber es ist dennoch gut, denke ich. So, dann können wir das mal so lassen. Und dann machen wir hier auch Brutstättenkapazität. Machen wir mal eins runter und ersetzen das durch die Erfolgsrate 2.0. Bams. Und dann raus damit. Dinosaurier ausbrüten. Lophosaurus 48 plus 40. Das sollte eigentlich... Nein, halt. Ausbrüten. Und direkt noch ein ausbrüten. So. Dann haben wir da 2. Und jetzt kann ich hier halt mal gucken. Jetzt schauen wir erstmal nach dem toten Dino und dergleichen. Also hier müssen wir nachfüllen. Ranger Team 3, Aufgabe hinzufügen. Zack. Nachschubanfrage erhalten. Und nochmal. Hinten toter Dino, der nächste Hoyayangosaurus. Der fault schon und ist an Altersschwäche gestorben. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Machen wir jetzt das einfach nochmal. Wir haben ja eben den Hoyayango schon ausgebrütet. Machen wir jetzt wieder einen. 82%, Genom modifizieren. Dann machen wir kurz andere Farbe. Und dann raus damit. Ausbrüten. Jetzt gleich einen Ersatz. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Strom. Das machen wir dann auch noch. So, Fossilienzentrum. Was habt ihr mitgebracht? Hoyayango. Hoyayango. Und dann hier zum Verscherbeln. Na gut. Okay. Dann kommen wir hier so nach und nach voran. Das Dilophosaurus-Gehege würde ich schon gern noch in Betrieb nehmen. Jetzt machen wir dann halt hier erstmal so freie Schnauze. Hier vorne war noch nicht viel Sicht. Dann machen wir hier einiges an Gebäumen hin. Das ist ja so aufgefächert, die Sicht vom Turm. Und dann machen wir in die Mitte einfach ein bisschen Wasser anders. So. Oh, das mit dem Wasser. Wasser ist eher schwierig. So, machen wir das so. Das ist doch auch in Ordnung. So, und dann schauen wir mal. Vielleicht brauchen die mehr Gras, mehr. Da müssen wir gucken, ob wir es vergrößern. Wenn die 3 Meter lang sind, das Gehege wiederum fast schon klar. Naja, momentan ist das Gehege für Ziegen. So, und dann brauchen wir noch Strom überall. Ich glaube, hier das Ding kann ich, ja genau, da kann ich vermutlich nichts bauen. So, Pritz, 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 Pritz. So viel Strom und das reicht nicht? Die sind beide mit Upgrades versehen. Ich glaube, die sieht man auch, die Upgrades, ne? Ich glaube, die Upgrades sieht man auch. Das müssten diese Pinupsel sein da. Und Produktion 70, 70, alles 70. Wir brauchen dringend die größeren Kraftwerke. Dass wir das hier mal. Dass wir das hier mal ersetzen können. Das brechen wir ab. Die Lophosaurier warten noch kurz. Kriegen wir hier noch ein weiteres Strömchen hin? Nee, hier. Hier wird es auch eng. Hm, Strom, gar nicht so einfach. Mal kurz gucken.
Na. So. Ein bisschen Glück geht dann nämlich noch ein zweites daneben. Machen wir mal so. Wie verbaut? Was ist hier verbaut? Wegen der Bahn? Mach mich nicht schwach. Dann komme ich hier gar nicht durch. Willst du mich verarschen? Ihr könnt keine Stromleitung unter der Bahn durchlegen? Das ist doch nicht, das ist nicht euer Ernst. Sagt, dass das nicht euer Ernst ist. Nee, halt. Wir haben doch bestimmt irgendwo anders unter der Bahn durch Strom gelegt. Kann mir doch keiner erzählen. Warte mal. Hier geht's. Komm, ist das verbaut? Boah. Fantastisch. Moment. So. Und so. So, und dann hier Weg. Angeschlossen. Und. Es ist kein Strom. Es ist kein Strom verbunden zwischen den. Durchatmen, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Alles wird gut. Alles wird gut. Bestimmt irgendwann. Kann noch nicht ganz sagen, wann und wie und wo, aber es wird bestimmt alles gut. Wir probieren es mal andersherum. So. Verbaut. Dahingegen geht's. Was wir nicht kontrollieren können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Was ist nu? Was heißt hier Jagdtrieb? Dreht hier irgendwas durch? Alles gut? Was ist mit die Raptorens? Moment, die werden hier. Wir haben doch hier Lebendfutterstation. Da liegt die arme Ziege. Wir haben sie nur gelegt. Und essen sie nicht auf. Nur aus Spaß getötet. Sind wir schon so weit. Dominus Rex. Okay, pass auf. Wir machen jetzt mal das Foto, damit wir einen neuen Wissenschaftsauftrag annehmen können. Und dann schauen wir weiter. So, wo ist meine Ranger? Wo habe ich meine Ranger? Hier. Ne, das ACU, Entschuldigung. Hier ist die Ranger-Station. Wo sind die Mopeds? Da. Zack. Fahrzeug lenken. Fotografieren Sie einen Dinosaurier, der an einer Futterstation frisst. Machen wir mal durch den Park. War eh lang nicht mehr. Im Stream haben wir das schon gemacht. Bläh. Wer baut denn hier so Scheiße? Platz da. Weg da. Platz. Heiliger Auftrag. Dringende Angelegenheit. Weg da, Platz! Platz da! Bom. Guten Tag! Jetzt auch nicht mehr. Vor allem war er auf der
falschen Seite. Ich will ja jetzt nicht einfach nur, ich hätte ganz schnell drücken können, hätte ich das Foto noch gehabt, aber ich will ja jetzt auch nicht einfach nur irgendein Foto. Ich find's ja schön. Na, lecker happy happy? Die mögen unser Futter nicht. Ihr seid doof. Gebt mir so eine Mühe mit dem Futter. Und ihr verschmäht es. Stattdessen esst ihr lieber dieses Popelgras, was hier überall wächst. Ich habe euch extra Jura-Futter besorgt. Wisst ihr, wie schwer das zu kriegen ist? Irgendwo da müssten unsere Fleischfresser sein. Yay. Brauchen einen neuen SUV gleich. Ne, halt. Das ist unsere Ausbrütstation. Wo muss ich denn hin hier, um zu den Fleischfressern zu kommen? Hat mal jemand einen Wegweiser aufgestellt? Aber Säulen. Guten Tag. Wissen Sie, wie es hier zu den Fleischfressern geht? Ich muss hier zu den Fleischfressern. Können Sie mir das sagen? Ich glaube, hier links und dann nochmal links und dann müssten wir eigentlich ans Ziel kommen. Ah, da geht's nicht links. Warum geht's hier nicht links? Warte mal. Ich übernehme das Steuer. Wo bin ich? Wenn ja, wie viele? Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so doof. Warum? Wo ist denn das Mofa jetzt? Fahrzeug lenken. So. Ich habe meinen eigenen Park nicht zurecht. Aber vor allen Dingen jetzt nicht. Er sieht eigentlich schon cool aus, muss ich sagen. Schön gebaut habe ich ihn so. Das hier ist doch diese Forschungsstation. So. Hier fahren wir jetzt an den Ausbrütstationen vorbei. Oder? Nee, das ist Strom. Hinten ist Ausbrütstation. Säulen. Wir bauen denn hier so. Weg da. So, das muss doch hier oben sein. Hier war ich doch eben, oder nicht? Ich weiß es schon. Was weiß ich schon? Ich glaube, ich war richtig. Ich war nur irritiert, weil da hinten mittlerweile... Ja, ich bin richtig. Hi. Lasst euch nicht stören. Ich will nur schauen, wie ihr an eurem Futter fresst. Happy? Lecker Happy? Oh, nicht fressen. Nicht nur Happy in der Station. Hm? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl. Dass sie sich weniger für mich als vielmehr für. Hallo? Hi. Alles wird gut. Musik ausmachen. Immer wieder zu den Pflanzen fressen. Ach doch, bei der Musik würde ich aber auch aggressiv werden an deren Stelle. So. Oh, Pfosten. Gibt es hier auch fressende Dinos? Ansonsten muss ich die machen hier an einer Futterstation. Warte, ich dachte ansonsten einfach freilassen, weißt du? Dann fotografiere ich, wie er genüsslich einen Parkbesucher vernascht. Das ist doch bestimmt auch ein gutes Werbevideo.
Wehe! Aber ich verjag die immer wieder, ne? Das klingt so leicht. Das klingt so leicht. Noch ein Foto von einem Fressenden. Mittlerweile dann doch so weit. Vielleicht noch eines? Okay. Muss wohl näher ran. Ja, noch eins. Das Foto haben Sie ganz allein gemacht? Ja, ja. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. Ne? Denke auch. Denn so viele Dinos auf diesem Foto. Das war in der Tat nicht ganz verkehrt, ne? So, hier. Mission erledigt. Das heißt, wir können jetzt endlich sagen, einmal ein paar neue Aufträge aus der Wissenschaft anfordern. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ablehnen. Tut mir leid. Ja, erstens möchte ich keinen weiteren Ceratosaurus und zweitens starke Heilung. Glaube ich, habe ich gar nicht. Insofern kann ich das jetzt gerade, glaube ich, auch keine neuen... Ich glaube, da gibt es so einen kleinen Cooldown, bis es neue Missionen gibt. Wir schauen kurz nach dem... Der Zaun kaputt? Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Den habe ich vergessen. Einverstanden. Den habe ich vergessen. Der war hier allein mit den Strutiomimus. Logisch, dass er sich nicht wohlfühlt. Der wartet direkt am Eingang. Hey. Er will nur spielen. Er ist lieb. Wartet direkt am Eingang auf die neuen Gäste. Ist doch nett. Das Maskottchen, das sieht echt aus, aber es ist nur ein Maskottchen. Das ist, scheiße. Na komm, betäubt ihn, genau, wunderbar. Transportteam, zack. Alles easy. Produkt muss eingesammelt werden. Verdammt. Gut. Dann haben wir das. Hier warten noch die beiden Dilophosaurier auf Freilassung. Können wir ja mal machen. Bitte schön. Weiß ja nicht, 3 Meter? Mir irgendwie nicht wie 3 Meter, oder? Also. Hau rein! Jam! So. Haben wir den und dann lassen wir den nächsten auch noch direkt frei. Nicht ausbrüten. So. Weiter. Jetzt haben wir von der Sonnenseite. Yay. Zeig dich, Kleiner. Oh. Sind schon komische kleine Tierchen, ne? So, jetzt schauen wir uns mal an, was die eigentlich für eine... Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Richtonsaurus-Genom. Ich hab den noch nicht mal mehr. Den Richtonsaurus. Den kriege ich ja erst von euch, oder nicht? Bin ich blöd? Ich hab noch keinen Krichton. Hab ich einen Krichtonsaurus?
Der Krichtonsaurus ist doch erst der, den ich hier bekomme, wenn ich... Warte mal. Nee, Entschuldigung. Ruf da. Da, den kriege ich doch erst freigeschaltet. Was ist das für eine dumme Idee, mir jetzt diese Mission zu geben? Sozialisieren sich. Dann zeigt mal her, was ihr so drauf habt. Nahrung ist gut. Wald brauchen sie recht viel. Graslanden, ja, okay. Bestand, sozial, alles gut. Er bildet die größten sozialen Gruppe kleiner Theropoden und toleriert nicht allzu viele Dinosaurier anderer Spezies in seinem Territorium. Gleich viel Grasland und Wald zum Leben. 0 bis 22 und soziale Gruppe 1 bis 12. Produktzustellung bestätigt. Dinosaurier ausbrüten. Zack. Warnung. Sabotage im Gange. Was soll das denn? Wir haben doch niedrige Sabotage. Lass das. Oh, der hat nur diese Farbgebung. War schade. Okay. Anscheinend haben sie auf Isla Matanzeros die maximale Bewertung erreicht. Ah. Yes. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und sie das Unmögliche. Danke. Das ist schön, dafür haben wir jetzt hier wieder verloren, weil wir bei denen gewonnen haben. Das ist ein ewiges Hin und Her. Es ist ein ewiges Hin und Her. So, jetzt haben wir noch die 3 Minuten, die wir da aushalten müssen. Also, hier brüten jetzt gerade 2, das ist okay. Und dann können wir schauen, dass wir die... Warten jetzt mal bis... Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt betäube. Ob die dann am Ende nicht mehr zählen als aktive Dinos. Und dann haben wir am Ende, Kommt auf die Liste. Dann haben wir am Ende nicht mehr die Bewertung. Das heißt, wir warten jetzt mal, bis die 2 Minuten abgelaufen sind, bevor ich die Dinos verschiffe. So, und 2x Futter. Da sollten wir uns schnell drum kümmern. Ranger-Team. Sabotage beseitigt. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Wir haben zwar gerade die Sabotage gemacht, aber ist egal. Welche andere Futterstation haben wir noch? Ranger Team 3. Haben wir noch was? Irgendwo muss noch... Weiß nicht. M? Mal gucken. Hä? Ach da! Warum wurden das eben nicht angezeigt? Egal. Gut, dann haben wir das alles. Ja, jetzt sind wir doch noch länger hier geblieben als gewollt. Aber erstens, 5 Sterne haben wir erreicht, dadurch die ganzen Missionen weg. Zweitens, ich will eigentlich versuchen, die Krichtonsaurier noch zu kriegen. Das ist so mein Ding. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was profitiert. Natürlich, das machen wir. Dann haben wir da nochmal ein bisschen Wissenschaft. Da würde ich echt noch gerne hinkommen. Das ist ja irgendwie... Ja, schade, wenn nicht. Und bei der Unterhaltung hätten wir ja auch noch weitere Dinos, aber wenigstens den einen hätte ich noch gerne. Insofern müssen wir uns vielleicht hier doch noch ein bisschen vergnügen. Hilft ja nichts. Aber ich glaube, das schaffen wir. Bis dahin. Ciao.